Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Was du siehst, das wirst du ernten. Ich bin in jungen Jahren viel gereist, einige Weltreisen gemacht nach Neuseeland, Mexiko, USA, Indien. Und wenn man reist, merkt man schnell, dass egal wo man sich bewegt auf der Welt, man nimmt seine Vibrations mit. Beim Reisen merkt man schnell, was du aussiehst, wirst du ernten. Wenn du unruhig bist und nervös, dann findest du die einfachsten Dinge nicht. Beim Reisen mit dem Rucksack habe ich oft öffentliche Verkehrsmittel verwendet, neben dem Auto stoppen. Und wenn man nervös ist und in Zeitdruck und in Anspannung, wird man auf einmal blind für die Dinge, die was vor der Nase liegen. Ich habe eine Autobusstation gesucht, war aber so im Stress, im Zeitstress, dass ich mich nur niedersetzen konnte und nochmal tief durchatmen. Und wie ich in die Entspannungsphase komme, sehe ich, dass gegenüber diese Autobusstation ist. Aber im Stress wird man blind für die Lösungen, die eigentlich immer vor der Nase sind. Darum lasst euch nicht stressen. Das Wichtigste ist, dass ihr in eine Entspannungsphase kommt. Dann öffnet ihr die Türen für die Lösungen. Dann öffnet ihr die Tür für die innere Weisheit. Dann öffnet ihr für die Tür für das innere Internet. Das innere Internet, diese innere Weisheit ist immer bei euch. Nur wenn ihr einen hohen Stressfaktor habt, wenn ihr negative Gefühle habt, dann schließt ihr diese Tür für dieses innere Internet. Ihr habt das vielleicht schon bemerkt, wenn ihr irgendetwas sucht und ihr denkt, boah, ich habe das jetzt verloren, das gibt's nicht, das, wo ist das, das, wo ist das? Und wenn ihr nicht in eine Entspannungsphase kommt, wo ihr dieses Ding loslasst, das ihr so verbissen sucht, dann findet ihr es nicht. Setzt euch hin und entspannt euch und auf einmal liegt das am Schreibtisch oder ist in eurer Handtasche die ganze Zeit oder ist zufällig einmal an einen anderen Ort, wo ihr es normal nicht hinlegt. Findet Entspannung. Das ist der wichtigste Lösungsansatz, Ansatz für alle eure Probleme. Die Lösung liegt in der Entspannung. Eine einfache Entspannungsübung ist, euch auf euren Atem zu konzentrieren. Zählt euren Atem. Findet den Atemrhythmus eures Inneren. Das Innere atmet mit diesem Atemrhythmus. In drei Atemschüben einatmen. Halten und in fünf Atemschüben ausatmen. Eins, zwei, drei, einatmen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, ausatmen. Eins, zwei, drei, einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ausatmen. Ihr könnt diese Atemübung überall, wo ihr gerade in der Warteschlange steht oder
bei der Kasse oder gerade nichts zu tun habt, nützt diese wichtigen Entspannungsphasen. Mehrmals am Tag versucht diese Entspannungsphasen zu finden, versucht diesen Internetanschluss herzustellen, öffnet eure inneren Tore. Da sind alle die Lösungen, da findet ihr alle Lösungen, die ihr sucht für all eure Probleme. In der Entspannung findet ihr alle Lösungen. Ich als Lower Coach sage euch nicht, folgt meiner Weisheit. Ich zeige euch, wie ihr wieder zu eurer eigenen Weisheit findet. Ihr habt durch Groll und Ärger, durch Stress, durch Zeitdruck, durch Trauer, habt ihr diese innere Verbindung, habt ihr die Türen zugeschlossen zu dieser inneren Verbindung. Darum ist es wichtig, findet eine Entspannung, findet etwas, das euch ablenkt von euren Problemen. Spielt mit eurem Hund, spielt mit euren Haustieren, geht eurem Hobby nach, geht in die Natur, macht lockeren Sport und Gymnastik, findet irgendetwas, das euch von euren Problemen und Ängsten ablenkt. Versucht, diese innere Verbindung wiederherzustellen. Meditiert 15 Minuten am Tag, jeden Tag. Nehmt euch die Zeit. Es gibt nichts Wichtigeres als 15 Minuten am Tag zu meditieren. Fokussiert euch auf ein Ding, fokussiert euch auf einen Kerzenschein, fokussiert euch auf euren Atem, fokussiert euch auf Töne. Wenn Ventilator ist oder was, oder das Tropfen des Wasserhahns, fokussiert euch auf ein Ding und lasst das Rattern in euren Kopf, eurer Gedanken und euren Stress zur Ruhe kommen. 15 Minuten am Tag, jeden Tag. Das Wichtigste ist, eure Internetverbindung wiederherzustellen. Entspannt euch und öffnet eure inneren Türen. Da sind alle Lösungen für alle Probleme da, die ihr sucht. Ich kann euch nur als Lower Coach dabei begleiten. Aber ich kann für euch nicht diese Internetverbindung herstellen, das müsst ihr selbst machen. Ich kann euch die Werkzeuge in die Hand geben, wie ihr wieder diese Internetverbindung herstellt. Und da sind alle Lösungen für alle eure Probleme. Gerne coache ich euch dabei, wieder euch mehr zu entspannen und diese Internetverbindung herzustellen. Meldet euch einfach. Ciao.